Schlucken, bis es nicht mehr geht. Rudelsaufend, Kids im Ausnahmezustand. 13,6% der 12- bis 17-Jährigen geben an, sich im Laufe eines Monats mindestens einmal in den Rausch getrunken zu haben. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Insgesamt trinken sie weniger. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und die Chefin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung können heute mit diesem positiven Trend aufwarten. Unsere aktuellen Studiendaten zeigen, dass Jugendliche in Deutschland zunehmend verantwortungsbewusst mit Alkohol umgehen. Konsum Tiefstand. 8,7% der Jugendlichen geben an, regelmäßig zu trinken, also mindestens einmal die Woche. 2004 waren es noch 21,2%. Aber kein Grund zur Entwarnung. Junge Erwachsene von 18 bis 22 sind das Problem. In dieser Altersgruppe hat das Rauschtrinken zugenommen. Aktive Prävention unersetzlich, aber noch hapert es an politischer Unterstützung. Warnhinweise auf Plakatwerbung zu Risiken des Alkoholkonsums sind deshalb aus meiner Sicht sinnvoll, so wie es sie in Frankreich gibt. Sie sind eine gute Idee. Und von der will sie jetzt auch Ernährungsministerin Klöckner überzeugen.